Wenn du neu bist in irgendeinem Bereich, bitte mach mal ein halbes Jahr, am besten Fall ein Jahr Alleinvertrieb. Hi, der Mitch wieder hier. Vielleicht wunderst du dich jetzt, warum ich so lache. Wir hatten vorhin eine wilde Diskussion, deswegen jetzt auch das Video. Wann sollte ich denn meinen ersten Vertriebler einstellen, beziehungsweise sollte ich überhaupt in den Verkauf gehen, wäre es nicht sinnvoll, mir von Anfang an gleich einen Vertrieb zu suchen. Und wir hatten wilde Diskussionen und wir hatten, glaube ich, keine klare Meinung zum Schluss. Und ich muss trotzdem meine Meinung dir jetzt einmal sagen, weil mir das zum einen total wichtig ist, zum anderen sehe ich es, nachdem ich doch 124 Mitarbeiter mit meinem Papa zusammen aufgebaut habe, irgendwie als Verpflichtung, mit dir darüber zu sprechen, weil ich denke, wir haben da genau den richtigen Weg gemacht. Und ich kann dir nur heute eins sagen, ich würde dir heute die Empfehlung geben, wenn du heute ein Produkt, eine Dienstleistung oder irgendeinen Bereich hast und sagst, hey Mitch, pass mal auf, ich will mich selbstständig machen, dann würde ich dir die Empfehlung geben, jeden Schritt einmal selbst zu tun. Heißt auch, den Vertrieb einmal selbst zu tun. Und ich rede jetzt bitte nicht davon, dass einmal tun heißt, du machst eine Woche Vertrieb, du machst 3-4 Tage Vertrieb, du hast mit 10 Kunden gesprochen, ja. Also ich rede davon, Vertrieb, halbes, dreiviertel Jahr, wirklich die Akquise komplett selbstständig zu machen. Und wenn du dich jetzt fragst, warum sollte ich das tun, möchte ich dir gleich die Begründung hinterher schieben. Es ist natürlich so, jeder Mitarbeiter, den du später einstellst, ist es wichtig, eine Benchmark zu haben, einen Rahmen, in dem er sich bewegen darf. Und jetzt muss ich dich natürlich fragen, wenn du selber kein halbes Jahr, im besten Fall ein Jahr, den Vertrieb, also jede Höhe, jede Tiefe einmal durchgemacht hast, woher weißt du jetzt die optimale Benchmark für deine Mitarbeiter? Woher weißt du denn, wenn du das neue Produkt im August gestartet hast, du machst es 2 Monate, wie ist denn das Weihnachtsgeschäft? Wie ist das Januar-Februar-Geschäft? Wie ist das März-Geschäft? Du hast keine Ahnung. Du weißt doch nicht, wie ein Mitarbeiter sich fühlt, wenn er mal 6, 7, 8 Monate keinen Erfolg haben wird. Du weißt auch gar nicht, wie du ihn aufbauen könntest, weil du weißt es nicht. Du weißt auch gar nicht, wie viel Umsatz kann denn reinkommen, wenn jemand mal ein halbes Jahr Umsatz gemacht hat, also ein halbes Jahr jeden Tag Vollgas gegeben hat, nicht eine Woche telefoniert, um sich dann einen Closer zu suchen. Das sind alles Gründe, wo ich heute sagen würde, du gibst einer der wichtigsten Faktoren, Einkauf, Verkauf, also den Part, gibst du aus der Hand und hoffst auf Besseres, ohne auch dem neuen Mitarbeiter, dem neuen Verantwortlichen klar zu sagen, welche Erwartungshaltung habe ich, was ist hier meine Benchmark, Benchmark im Vertrieb, Beispiel Anruf, Wahlversuche, mit wie vielen Entscheidern hast du gesprochen, wie viele Termine hast du vereinbart und was wirst du tun, wenn du dieses Ziel nicht erreicht hast. Ja, das sind alles Punkte, die du doch als Unternehmer später wissen musst, um deine Mitarbeiter zu führen. Jeden Freitag kriege ich die Vertriebssteuerung zugeschickt. Anhand der Vertriebssteuerung kann ich dir genau sagen, hat der Mitarbeiter Probleme oder nicht? Geht es dem gut oder nicht? Das kannst du anhand der Zahl sehen. Kannst du aber nur, wenn du selber mal die Zahl warst und es durchlebt hast. Das heißt, hier mal 2 Tipps von mir für dich. Erster Punkt, ich hoffe, du hast es verstanden. Auch Vertrieb ist Zahlen. Das heißt, strukturiere dich im Vertrieb. Ganz klar. Und der zweite Punkt ist, wenn du neu bist in irgendeinem Bereich, bitte mach mal ein halbes Jahr, am besten Fall ein Jahr, Alleinvertrieb, um dann genau sagen zu können, was ist meine Benchmark? Und es ist auch gar kein Thema, wenn du dir Unterstützung holst, weil du extrem am Skalieren bist, heißt aber nicht, dass du den Vertrieb vernachlässigst, sondern meines Erachtens heißt es, dass du dir eine zweite, dritte Person dazu holst, die dich vertrieblich unterstützt, aber die dich nicht ersetzt, nicht im ersten Jahr. Dann hast du alle Rahmenbedingungen. Anhand der Rahmenbedingungen kannst du dann von heute auf morgen skalieren. Weißt genau, wann muss ich reagieren bei meinen Mitarbeitern? Was ist denn zu tun? Weil du weißt alles, du hast es mal selbst erlebt. Und man sagt das so schön, nur wenn man weiß, wenn man selbst mal empfunden hat, wird man so authentisch, dass die Mitarbeiter dann gemeinsam sich da auch anzünden lassen, also gemeinsam für eine Sache brennen. Von daher also, falls du jetzt frisch neu im Vertrieb bist, bitte nicht wegdrücken, nicht schnell Unternehmer werden, sondern mach den ersten klaren Schritt,
Du wirst Unternehmer, heißt auch vertrieblich, weil wenn du in 3, 4 Jahren 15 oder 54 Mitarbeiter im Vertrieb hast, glaub mir eins, du hast auf jede Frage eine Antwort, aber auch eins, die Mitarbeiter wissen, dass du das alles durchgemacht hast. Das heißt, sie haben die Empfindung, du kannst die verstehen, was auch der Fall ist. Und somit wird deine Führung besser und besser und besser. Würde mich freuen, wenn du Erfahrungen gemacht hast. Gib es unten. Wenn nicht, like mir. Ja, ich wünsche dir viel Vertriebserfolg und bis zum nächsten Video.